Diese Hose wäre perfekt für meinen Gatten. Ja, das ist schön. Willkommen zu einer neuen Folge von Fable 3. Ich bin Gott sei Dank nicht Ihr Gatte. Oh, da helfen wir doch. Ups, helfen wir doch gern. Mal sehen, was ihr als nächstes macht. Sorgen in der Welt. Geht ihr oft in Höhlen? Kommt ihr schon? Höhlen faszinieren mich. Habt vielen Dank. Einen Heiratsantrag machen. Bis später dann. So gut wie ihr möchte ich mal aussehen. Diese Gegend da ist zu gefährlich. Ich weiß nicht genau. Ich traue mich nicht. Ich bin das hier eher. Ihr solltet ein paar Tanzstunden nehmen. So etwas nennt man wohl muskulös, würde ich sagen. Ich glaube, die ist in mich verliebt. Schlimm, was ich da angerichtet habe. In der Pause. Bei der letzten Session. Ich habe jetzt hier mal mich schon ein bisschen umgeschaut, wie das Handeln funktioniert, was ich ja noch gar nicht gemacht hatte. Weil mir einfach dazu das Geld fehlte. Aber ich habe ja schon ein paar Stände gekauft. Das ist gut, danke. Diese hier. Und ich habe mir auch diesen Stand hier hinten gekauft, wo man Tränke bekommt. Die besten Angebote. Ja, das ist... Weiß nicht, vielleicht kann ich, sollte ich auch ja, gehen. Weiter. Ich muss ja irgendwann auch mal mit einer Familiengründung beginnen. Und ich habe mir den Schmied zum Freund gemacht, in der Hoffnung, dass er sich mal auf die Preise auswirkt, denn die Waffen sind hier sehr teuer. Aber im Moment, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir das hier Was anschaue... Was braucht ihr heute? Ich gehe mal auf Info. Ist mein Schwert doch etwas... Noch ein Punkt stärker. Also, der... Säbel, den ich jetzt hier benutze, den ich mir ja... Vielleicht erinnert sich nochmal jemand. Ich musste in einer Quest die Knochen von einem verstorbenen Wolf zusammensammeln und der hat mich dann in eine Höhle oder unterirdische Räumlichkeit geführt und dort habe ich das Ding bekommen. So, jetzt werden wir erstmal hier für den... Ihr wollt bei jemandem kaufen, der das Abenteuer kennt? Dann oder neuen Freund, meinen Schmied, eine kleine Aufgabe erledigen. Huch! Sagen, dass du so nett bist. Das ist fantastisch. Vergiss nur nicht zurückzukommen. Nee, mache ich nicht. So, dann wollen wir mal zum Mistpeak-Teil. Die reden hier alle ein bisschen durcheinander hier heute. Die Leute sind alle so aufgeregt. Ach, schönes Wetter. Ah, das Wetter heute war bei uns heute auch angenehm, aber die letzten beiden Tage nicht so sehr. Der Freund Xaver ist hier durch Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Und hat ein bisschen an den Haustüren gewackelt. An den Häusern. Oh Mann. Wie komme ich auf Haustür? Hund, was machst du? Ein Ladebildschirm. Tipp während deines Kampfes A an und drücke den linken Stick, um die Richtung eurer Wahl zu pfeifen. Jetzt sind wir wieder im Mistpiktal. Ihr hört schon die Wölfe. Zumindest ich habe sie gehört. So, mal gucken. Ich kann das auch noch ein bisschen beschleunigen, fällt mir gerade ein. Hund knurrt noch nicht. Laufen ist auch gut bei den Temperaturen, das hält warm. Oh! Kamera, führ dich nach. Hier rum. Haha, ich bin schneller als Pfeifen. Komm, Hund. Ich häng dich ab. Oh, doch nicht. Der macht einen kurzen Zwischensprint und dann... Ja, war es das. Oh, nicht so schnell. So. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin? Das Paket an Zolen übergeben. Dann mache ich das mal. Es wurde auch Zeit. Ich warte schon ewig darauf. Aha. Wären doch alle Abenteurer so rechtschaffen. Kehrt zu Pet. Wirklich? Ich soll ihn nicht mitnehmen? Ich soll einfach nur zurücklaufen? Was ist hier? Hier ist auch was.
Und da? Oh, was? Nein. So. Also zurück. Komm. Ach ja. Der Turbo. Immer vergesse ich den Turbo. Ah, ich habe noch was anderes vergessen. Ha, 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 ha. Ich muss mir mal so eine Tastatur anschaffen. Mit Stoppuhr drin. Die dann im Sichtfeld liegt. So. Und hier lang. Und jetzt bitte gleich den Ladebildschirm. Komm, 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 komm. Ich glaube, das nächste Mal mache ich eine schnelle Reise. Ah, da ist er schon. Es ist ja gar nicht so weit. Mich fürchtet niemand. Das ist schön. Huch. Ja, es ist doch ganz schön unterschiedlich gegenüber Fable 2 gerade. Was die ganze, den ganzen Handel betrifft, das ist doch ein wenig einfacher. Man hat zum Beispiel überhaupt keinen Zugriff auf sein Inventar. Das ist erstklassig. Aber jetzt gehen wir erstmal dem. Ihr habt das Paket abgeliefert, oder? Jo. Wunderbar. Jo. Mein Freund. Jo. Oh. Seht mal, wer hier ist. Hallo. Gut, euch zu sehen. Ja, gut, das kann man machen. Ja. Oh. Oh. Oh, ihr seid hey. Gut. Ja. Ach so, ist ja loslassen. Ja. Ja, Entschuldigung. Mich hat... Nee, tanzen tue ich jetzt nicht nochmal mit ihm. Mich hat die Bettlerin abgelenkt, die sich in mich verliebt hat. Das ist sie aber nicht, ne? Wo ist sie hin? Brightwall hat jetzt einen Helden. Euch! Echt? Gut. Aber hier ist jetzt alles zu. Hier ist jetzt auch nichts mehr los. Doch, da ist noch was. Das werden wir mal noch schnell machen. Da ist bestimmt wieder wer ausgebimst. Toll. Ich stehe in eurer Schuld. Also, bis ich euch bezahlt habe. Ja, dann immer her damit. Er greift den Verbrecher. Ach so, Entschuldigung. Dann wollen wir mal gucken, wo der Verbrecher ist. Nein, das geht noch weiter. Nein, du bist es auch nicht. So etwas nennt man wohl muskulös. Ja, und du bist muskellos. So. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Der hier. Nein, das ist der Friseur. Das Oberteil steht mir gut. Aha. Ich muss da lang. Wo ist denn hier? Da ist er. Komm. Huch, das wollte ich nicht. Na, diese Wachen. Hätten sie nicht einen Helden geschickt, wäre ich entkommen. Gar nicht wahr. Und jetzt? Hä? Händchen halten. Komm. Komm, was lässt du los? Wo lohnt der hier? Kindchen, du gehörst ins Bett. Es ist schon dunkel. Das könnte für kleine Kinder gefährlich sein, sich hier draußen zu bewegen. Na, ich habe ja jetzt einen Übeltäter. Obwohl ich dem hier nichts unterstellen will. Ich glaube, der hat nur was geklaut. Man hätte sich das durchlesen müssen. Tut mir leid, mein Magen hat geknurrt. Echt? Bleib bei mir. So, gleich lässt er sich wieder ziehen. Ja. Nein, ich will nicht. Wenn du nicht gleich mitkommst, kommst du auf die Wuttreppe. Nein, hier bleib nebenan. Bitte, es Doch. War mir eine Lehre. Ich breche das Gesetz nicht mehr. Versprochen. Okay. Jedenfalls nicht oft. Was? Habt Gnade.
Ich kann nichts dafür. Es ist meine Erziehung. Die Gesellschaft hat mich dazu gezwungen. Ah, noch ein Bösewicht für die Zelle. Schon bald werden wir die gesamte Unterwelt hinter Schloss und Riegel haben. Vielen Dank. Ihr seid ein echter Held. Hier eure Belohnung. Bong? Was gab's denn da? Ich will noch nicht zum Widerstand. Hier sind noch so viele Aufgaben. Aufgewacht, ein neuer Tag bricht an. Ich habe beschlossen, sehr betrunken. So, dann wollen wir mal schauen, was wir noch machen können. Mistpeak-Tal, da sind immer noch so viele Sachen im Vagabundenlager. Söldnerlager, da ist nix. Hier sind auch noch Quests. Das könnte man kaufen, aber das ist ein bisschen teuer alles. Hier, der hat noch was. Ein Friedhof. Das war wohl die Aufgabe hier. Aber ich könnte ja mal auch in die Questliste schauen. So. Silberschlüssel sind da auch noch ordentlich. Questliste. Powerstone Markt, Powerstone in Morningwood, Frieden, Liebe und Mord. Ach, da kann ich noch ein Buch hinbringen. Ich bin gerade in Brightwall. Aber das kann ich, da muss ich jetzt nicht extra hinlaufen. Ich werde noch mehr Bücher finden. Wir werden das hier mal machen. Und eine Schnellreise. Ach, das ist der hier. Das ist doch das, was ich nicht machen wollte. Ah, das sollte ich mir merken. Also. Stone. Entführt. Was haben wir denn hier? Okay, dann machen wir das. So. Powerstone Industriegebiet. Ich kenne euch. Echt? Ja, aber natürlich! Ihr seht aus wie diese Kleine, mit der ich im Bett war! Echt? Mit wem gehst du ins Bett? Wo ist denn dieser Kitschkopf? Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Und andere Male dann wieder nur zum Verkloppen. Ich finde dich zum Schießen, wenn ich dich finde. Da kannst Verlaufen. Du aber Gift drauf nehmen. Die sind meine Häuser. Darf ich übrigens. Euch beim Sterben helfen? Ja. Ich befürchte, das geht nicht. Wusste ich's doch. Muss ich da runter? Verzeiht, hättet ihr Zeit, euch zu verpissen? Halt! Komm! Wisst ihr, was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben! Jetzt! So, Ruhe hier. Oh! Nicht ins Wasser! Ist doch nass! Was ist das hier? Ach, nur eine leere Kiste. Hm. Hallo, kleiner Mann. So, dann folgen wir mal dem silbernen Pfad. Wer buddelt hier? Wirklich mal interessant. Was buddelst du denn hier? Grabungsort. Ihr habt ein Hundetraining. Ihr drückt zum Interagieren A und dann.
Hund trainieren. So. Komm, Hund. Das hast du verdient. Gutes Hundchen. Ja. So, komm, weiter geht's. Achso. Halt! Huch. Da ist irgendwas, was ihm nicht gefällt. Das war nicht zu überhören. Es tut mir sehr leid. Heute Nacht müsst ihr woanders unterkommen. Woanders? Und wohin genau? Alles ist geschlossen. Auf der Straße werde ich noch erfrieren. Wenn ich Glück habe und mir Logans Schläger nicht schon vorher den Kopf einschlagen. Glaubt ihr, außer euch hat niemand Probleme? Entschuldigung, es ist nur... Ich kann euch wirklich nicht helfen. Kann ja gleich. Ich hoffe, ihr sucht keine Unterkunft für die Nacht. Denn dieses Haus wird schließen. Für immer. Ich habe keine Wahl. Ich muss das Haus verkaufen. Ohne das Lösegeld sehe ich meine Verlobte nie wieder. Ich wollte meinen Mut zusammennehmen und sie retten. Aber dieser Ferret und seine Bande versetzen alle in Angst. Auch mich. Aber wenn ihr mich begleitet, ihr könntet ihnen zeigen, wie sich wahre Angst anfühlt. Wir retten meine Verlobte, stellen Ferret kalt und ich behalte das Asyl. Oh, bitte. Wenn nicht für mich, dann tut es für die Leute, die auf diesen Ort angewiesen sind. Ich tue es für deine Verlobte. Oh, danke. Wo denn? Hund hat wieder was gefunden. Schatz, es ist schlimm, von ihr getrennt zu sein. Das müssen wir uns merken. Dafür müssen diese Rüpel büßen. Jawohl. Seit Wochen schikanieren sie die Obdachlosen. Und jetzt das. Empörend. Ich weiß, wo sie sind. Ich soll ihnen in einer Woche das Lösegeld bringen. Aber ich habe etwas Besseres für sie. Wir brauchen ihm bloß folgen. Gut. Also, beim Heim gibt es einen Schatz. Aha, das ist ja nicht weit. Laszlo. Ihr habt mich ganz schön Geld gekostet. Der alte Harry dachte, ihr bräuchtet eine Woche, um an das Geld zu kommen. Ihr seid ziemlich fleißig, wie? Macht einfach die Tür auf, Keith. Bringen wir es hinter uns. Gut. Mr. Ferret ist diese Treppe herunter. Wow, 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 Moment, wer ist das? Er ist der Kurier, wie ihr sagen würdet. Und er wird das Gold nicht übergeben, bis meine Verlobte unversehrt hier herausspaziert ist. Okay, kein Grund, hochmütig zu werden. Passt bei Mr. Ferret bloß auf, sonst wird es vielleicht ungemütlich. Wird es bestimmt. Spätestens, wenn ich einen fahren lasse. Aha, hier müssen wir rein, okay. Ach so, ich muss gedrückt halten. In die Senkgruben. Ja, in die Senkgruben gehe ich aber in der nächsten Folge. Na, Hund? Oder was meinst du? Was machst du da überhaupt? Sind jetzt die Rohre dein neues Härchen? Hier bin ich, Hund. Hund? Oh, ich will die gar nicht verlassen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.